Liebe Leute, willkommen zurück zu Stalker Anomaly. Ich habe glücklicherweise einen Safe-Punkt innerhalb. Des Labors gefunden. Und werde jetzt mal schauen. Oh Gott, ey. Dass ich hier noch die anderen Dokumente finde. Gott. Das ist ein richtiges Labyrinth hier. Ich höre ihn doch. Wo ist er denn? Hallo? Was geht denn da vorne ab? Da einer drin oder was? Ich weiß halt nicht. Oh nein. Kommt der Otto auch her? Komm her, ey. Komm. Das ist der Typ, der einen so an sich ranzieht, wenn ich mich nicht alles täuscht. Der hat bestimmt auch einen richtigen Namen, aber ich kenne ihn nicht. Deshalb will ich hier extra vorsichtig sein. Oh. Kurz mal speichern. Will ich den haben? Will ich das haben, was der hat? Nee, will ich nicht. Das ist schon krass lästig irgendwie, ne? Dieses Geflüster die ganze Zeit. Warte mal, nach oben heißt raus, oder nicht? Das will ich doch gar nicht. Au. Ich werde mal darüber gehen. Mhm.
glaube, hier ist nicht weit, nichts weiter. Allerdings weiß ich halt nicht, wo sich diese Dokumente ansonsten noch aufhalten könnten. Also auf dem ersten Tisch, das war schon irgendwie sinnvoll platziert da. An so einem Monitor oder irgendwas, an irgendwelchen Geräten. Aber kann natürlich auch sein, dass das irgendwo so random rumsteht. Aber vielleicht sollte ich mich erstmal darauf konzentrieren, nicht zu sterben vielleicht. Wieder runter, glaube ich. Was hat es hiermit auf sich? Ich glaube, das war Quatsch. Jetzt, wie ich so darüber nachdenke, ist dieser Aufzug vielleicht doch der richtige Weg. Denn ursprünglich bin ich ja von da hinten gekommen, glaube ich. Ich kann ja mal schauen, ob hier noch irgendwas... Ich glaube, da kam ich direkt runter, ne? Das Problem daran ist, es entsteht bei mir so eine innere Unruhe. Weil ich, ganze Zeit diese Stimmen und dann dieses Zeug hier, dieses Poltergeist-Style-Ding. Obwohl es gar nicht nötig ist. Die schaden mir fast gar nicht. Muss halt nur schauen, dass ich hier halbwegs gut durchkomme. Es ist schon ein Labyrinth irgendwie. Was denn hier? Da komme ich.
Ja, sehr gut. Ich bin der Meinung, das führt mich einfach nur... Ja genau, hier war ich ja schon. What? Aber gut, ich habe genau da gespeichert. Nein! Ja, keine Chance, ey. Was soll ich denn machen? Na klar. Der nutzloseste Raum des gesamten Spiels. Kann ich darauf schießen? Ich sollte meine Munition dafür nicht verschwenden. Von mir aus kann ich nochmal drauf gehen, das ist nicht so schlimm. Keine Ahnung, ob das richtig ist oder ob ich jetzt rausgehe. Aber, ja, nee, ich glaube, ich gehe raus. Aber ich habe jetzt keinen anderen Weg gefunden. Jetzt stehe ich da wieder, ne? Muss ich wieder laden. Wo geht's denn da weiter? Was ist dieses Babyschreien? Ja, da bin ich wieder draußen. Ist nicht weiter schlimm, denn ich bin tatsächlich direkt da. Aber ich glaube, auf der untersten Ebene, wo ich das erste Dokument gefunden habe, da geht's nicht weiter, an der Stelle da hinten. Das heißt... Den Weg durch die Tür, das ist schon nicht verkehrt. Ah, was haben wir denn hier? Wer ist... Wieso denn? Hallo? Ah, das könnte ganz gut sein hier. Nee, das ist ja wieder der Anfang. Das ist ein richtiges Labyrinth. Oder? Ich meine, hier ist ja gar nichts.
Sag mal, ist er das Baby oder was? Jetzt ist eben die Frage, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass hier diese Dokumente sind oder doch eher nicht? Geht nicht auf. Ich würde ganz gern da rein, glaube ich. Aber das ist die Tür. Tja, schade. Probiere ich mein Glück nochmal hier drüben. Ah, okay. Ich dachte, das wäre ein Bug, aber... Also war es, aber... Nicht so schlimm. Okay, das ist das, die Unterseite davon. Ich bin jetzt eigentlich der Meinung, dass ich hier jetzt einmal alles gesehen habe. Was aber nicht stimmen kann, weil ja immer noch hier diese Dinger rumfliegen und hier ja auch noch jemand redet. Die Frage ist halt wirklich, wo geht's hier lang? Unten sind die Ratten. Hier oben drauf liegt nichts. Das ist der ursprüngliche Raum. Hier ist auch alles still. Hier unten lagen die Dokumente. Genau da. Das Baby schreit immer noch. Was jetzt... eigentlich nur heißen kann, dass da irgendwo ein Baby ist. Ach, ich weiß leider nicht, wie ich da hinkomme. Die andere Frage, warum gibt es hier diese Dinger? Und den Bereich hier, den ich zum Klettern nutzen kann. Obwohl ich ja auch einfach die Treppe nehmen kann. Ich klettere erstmal nochmal eins nach oben, weil es geht, aber ich glaube, hier oben ist Ende Gelände. Ne, es geht noch höher. Das kann ja auch schon mal was sein. Aber das ist ja tatsächlich die Ecke, in der ich auch schon war. Das heißt, die einzige Option ist eigentlich nur eins weiter nach unten.
was hier wäre und dann erklärt sich auch, warum ich das nur von einer Seite betreten kann. Okay. Eins weiter runter. So. Hier müsste das sein. Jetzt ist die Frage, das ist leider nicht so Jump-and-Run-mäßig. Aber doch ist es. Hier noch einer, das klingt so. Ich sehe den Schatten. Ich sehe nur die Lichtquelle nicht. Ah, der steht hier wahrscheinlich, ne? Oder steht der dahinter und das ist ein Bug? Das kann natürlich auch sein. Ja, sein Schatten bewegt sich. Da drin vielleicht. Du bist down. Alter, bitte, ey. Dieses Spiel. Darf ich jetzt gehen? Das war es immer noch nicht, kann es sein? Oder doch? Das ist es, oder? Durchsuchen Sie das Außenbezirk nach Beweisen für die Besetzung. Das ist doch die aktuelle Mission, die ich habe, oder nicht? Oder ist es das hier? Das Labor X8 enthält streng geheime Informationen über die Zone. Finde die Dokumente und bringe sie zu Strelok. Ja. Das war es leider noch nicht. Aber ich habe eine andere Mission erledigt. Ich glaube für Lukas. Mir war so. Erstmal ein Foto fürs Familienalbum. Bin ja schon mal froh, dass die Ottos hier weg sind. So, hier geht's noch weiter runter. Komme ich hier... Nee. Nichts drin. Okay, also ich kann aber jetzt davon ausgehen, dass diese Dokumente tatsächlich an Stellen liegen, wo man sie erwarten würde. Also auf einem Tisch oder in einem Schrank. Und nicht irgendwie in der Toilette oder sowas. Nur die Frage. Scheinbar fehlt hier ja noch ein Dokument. Oder zwei oder drei. Ich weiß leider nicht, wo sich das auch befindet.
Aber jetzt ist es schon mal ein bisschen ruhiger hier. Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen die Zeit, mich hier ein bisschen umzuschauen. Macht mich ein bisschen stutzig, dass ich in einem quasi versteckten Zwischenetage etwas gefunden habe, dann ziemlich genau am Anfang auf der Seite und aber ganz oben scheinbar noch nichts. Das ist jetzt so ein bisschen mein Gedanke, wo ich hier vielleicht fündig werden könnte. Er und da hinten haben wir ja auch noch. Da war der unnütze Raum. Hier drüber kommen wir nicht noch höher. Und das ist nur dadurch zugänglich. Okay. Da geht's zum Aufzug, der mich nach oben führt. Und hier ist nichts weiter. Aber nichts. Hier ist immer noch das schreiende Baby. Und hier sind tatsächlich auch Möbel, die darauf hinweisen könnten, dass hier Dokumente sind. Ich wollte mal eben was essen. Babygeschrei macht mich halt so stutzig. Das. Was sind das für komische Ecken, in die ich hier gelockt werde? In denen aber nichts zu finden ist. Also bis auf ein bisschen Loot und ein paar Ratten, aber. Das sagt mir eigentlich nur, dass ich hier noch lange nicht alles gesehen habe. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen mehr an den Schildern orientieren und schauen, was ich schon gesehen habe und was nicht. Möglicherweise mal. Noch genauer hinschauen.
Auch dieses Wassergeräusch hier von den Ratten. Das kann doch nicht nur zu Dekozwecken sein, oder? Nichts. Hier haben wir die Anomalien. Nee. Die Anomalien da hinten haben wir, glaube ich, nur... Oh, die hätten einen Tisch. An dem bin ich auch schon gewesen. Mehr ist hier nicht zu finden. Die größte Gefahr habe ich scheinbar beseitigt. Das hilft mir leider überhaupt nicht. Das da oben ist so merkwürdig. Nicht da oben, sondern das andere oben. Wo ich schon war, wo auch nichts zu finden war. Das macht mich halt irgendwie so stutzig. Da geht's nach oben, da geht's nicht weiter. Schau noch mal eben. So, das ist diese Etage, von der ich... Ach nee, da waren ja die Typen gerade eben, ne? Na, jetzt bin ich hier. Also hier muss ich nicht nochmal herkommen. Das ist auf jeden Fall... Das ist abgeräumt hier. Das ist das gleiche Ding. Hier habe ich ein bisschen Sorge, dass ich nicht wieder rauskomme. Da ist eine... Ah, okay. Genau das war meine Sorge. Shit. Thank you.
Leute, ich komme hier nicht raus. Was für ein Kampf, wirklich. Was für ein Kampf. Ey, ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so. Ich meine, ich habe mehrmals gespeichert, so ist nicht, aber... Okay. Aber ich komme leider nicht voran. Sorry Leute, aber was mache ich denn jetzt? Was ist hier der richtige Weg? Wo geht's hier lang? Wo fehlt noch ein Dokument? Das Problem ist, ich weiß nicht mal, ob noch eins fehlt. Doch gar nicht. 17:03, 15:18 nehmen wir das hier. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich bin nicht sicher, ob das vielleicht einfach nicht angezeigt wird. Denn 2 scheint mir schon ganz okay zu sein. Scheiße. Ich mach's jetzt erstmal so. Ich gehe jetzt erstmal dahin und dann vielleicht könnt ihr mir ja sagen, wo das ist oder wenn ihr das noch wisst, aber ich bin jetzt der Meinung, ich habe alles gesehen. Wobei jedes Mal, wenn ich das sage, ist irgendwo eine Tür, die ich noch nicht geöffnet habe. Und dieses Babygeschrei macht mir irgendwie noch so ein bisschen, macht mich stutzig irgendwie. Ich blick da nicht ganz durch. So, ist hier alles wieder okay? Sehr schön. So, ich glaube. Wieso laufe ich so langsam? Was ist denn mit meinen... Leute, seit wann verliere ich denn eigentlich Ausdauer beim normalen Gehen? Das war doch bisher nicht so, oder? Das ist halt irgendwie komisch. Народ, хватит бежать! Идем не торопясь, отдыхаем! Was will er? So, Kollege, wo bist du denn? War der hier? Nee, hey, Stalker, nee. Чем пожаловал? Ja, alles klar. Ich glaube, der war hier drüben, ne? Der ist es. Ich habe einige alte Dokumente gefunden. Interessiert dich, oder? Der Auftrag ist erledigt. 42.000! Dreizehntausend. Neuer Auftrag. Treffen Sie sich mit Mangun. Ah, das ist so schade. Streng geheim. So ärgerlich, wirklich.
jetzt mache ich erstmal den Auftrag fertig, damit der happy ist. Und dann weiß ich es nicht. Entweder, also im schlimmsten Fall belese ich mich irgendwo, wo das steht, wo diese Dinge sind. Denn da jetzt hier ein Video zu machen, wie ich jetzt nochmal eine Stunde irgendwo rumlaufe, um das zu finden, ist schon ein bisschen ärgerlich. Bin ganz froh, dass ich das so geschafft habe. Ich glaube, er war das hier, ne? Привет, брат! Ну, окей, из пулеметов по нам, естественно. Сверху всякая шелуха сыпется, щепки, шишки. Ну, сами понимаете, да? Ну, тут-то я Василию говорю. Спорим, я тебе морду набью с первого раза. Подходим на границу зоны. Я заранее вынимаю кусачки и направляюсь к проволочному забору. Тут Василь посмотрел на меня, так лукаво. Если нужно что, спрашиваю у главного. Я сделаю проход за рождение за 7 действий. Ну, молодцы. Я слушаю. Ну, я сходу врубаюсь. Für wen habe ich das angenommen? Warte, ich weiß es nicht mehr. Спроси у старшего. Es ist vollbracht. Zeit, die Belohnung abzuholen. Ah, ach so, ich dachte, es wird grün markiert. 15.000, die sind raus, alles klar. So, wer ist denn Mangun? Was ist das denn? Das ist doch in Rostock, oder nicht? Mangun in Rostock ist ihr nächstes Ziel. Nee, da fehlen tatsächlich noch Dokumente. Ich weiß nur leider nicht, wo. Das ist mir auch wirklich, also, wie gesagt, da jetzt noch länger rumzurennen. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Und ansonsten würde ich sagen, war es das mit dieser Folge? Ich belese mich dazu noch ein bisschen. Das muss dann einfach sein, weil ich habe auch kein Interesse daran, so Ewigkeiten rumzusuchen für ein Blatt Papier. Aber ich muss irgendwo eine Ebene übersehen haben. Irgendwo nochmal einen Fahrstuhlschacht, der nur von einer Seite oder auf einer Ebene begehbar ist oder so. Ist der direkt hier vorne oder was? Scheinbar. Ach, das ist hier der Techniker, ne? Wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Ich bin gekommen, um dringende Probleme zu lösen. Was gibt es zu tun? Hier ist noch eine Flasche für dich. Ich brauche Hilfe, Kumpel. Einer der Wächter brachte mir seine Waffe zur Reparatur, aber meine Hand zitterte während der Arbeit. Ich muss einen Ersatz für ihn finden, bevor er sie abholt. TOZ 34. Ja, keine Ahnung. Ist halt die Frage, soll ich diese Waffe kaufen? Denn ich kann nicht behaupten, dass ich hier schon mal irgendwo so eine Waffe rumliegen habe sehen. Bist du auch nicht?
Sollte ich die hier jetzt finden und er sagt mir, die kostet weiß ich nicht wie viel, ist halt immer die Frage, wie viel bekomme ich dafür zurück. Das löst natürlich die Mission schnell, aber... Ich nehme an, das ist eine Schrotflinte so. Die klingt doch so... Das Ding ist es. 16.000, sehr machbar. Maßgeschneidert, ist das egal oder... Da haben wir es, 13.000. Leute, da mache ich doch keinen. Kein langes Drumherum. Das machen wir jetzt so auf die Schnelle. 13.000 ist nicht viel Geld. Dann haben wir das erledigt. Und wenn ich jetzt nur ein bisschen mehr als 13.000 kriege, dann hat sich das allemal gelohnt durch die Schnellreise auch. Aber das Labor stört mich immer noch. Bin ich denn hier hingekommen jetzt? Ah, привет! Ja, sehr gut. Hat sich allemal gelohnt. Was hat er als Techniker hier? Эй, сталкер, с чем пожаловал? Что это denn? Hier, kauf mal meinen Quatsch. Monolithkräfte brechen immer wieder durch unsere Blockade. Ich möchte den Kampf ein für alle Mal beenden. Ich habe einen Angriffstrupp rekrutiert und möchte, dass sie ihn bei einer Invasion auf dem Territorium der Monolithen anführen. Roter Wald. Oho. Sehr gut. Reizangriff auf die Monolithen. Ja, sehr gern sogar. Ja, liebe Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.